Ist Sachsen ein feministisches Land? Nee. Warum? Weil ich halt nicht sehe, dass Frauen hier tatsächlich gefördert werden. Was ich aber tatsächlich sehe, ist, dass es hier sehr, sehr viele Alleinerziehende gibt. Aber gerade im Verkehr ist es eben nicht sinnvoll, jetzt weiter Straßen zu bauen, sondern es muss ganz klar Erhalt vor Neubau. Aber wenn ich halt sehe, dass im Landesverkehrsplan, der jetzt von der Regierung verabschiedet wurde, vom Kabinett wieder 25 Straßenneubauvorhaben sind, dann ist das das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, nämlich Erhalt von Neubau und massiven Ausbau des ÖPNVs, aber eben auch des Radverkehrs. Hat Sachsen denn Geld? Ist die finanzielle Lage gut? Natürlich ist die finanzielle Lage gut. Wir haben, dem Land geht es nicht so schlecht, wie immer getan wird. Es wird ganz viel Geld in irgendwelche Fonds gesteckt, wo Geld schlummert, wo ich sage, das ist besser ausgegeben, wenn man das in die Menschen und in den ÖPNV zum Beispiel investiert. Wovor müssen die Rechtsextremisten, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen hier? Dass es dann eine Regierung gibt, wenn die Grünen mitregieren, die eine klare Haltung bezieht und die sich nicht vor diesen Themen wegduckt, dass wir diese Nazi-Strukturen zerschlagen wollen, dass wir diejenigen, die sich gegen Nazis engagieren, unterstützen, sei es finanziell, aber eben auch mit der entsprechenden Haltung. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind immer noch in Dresden, in Sachsen. Aber wo genau? Jetzt sind wir gerade im Palaisgarten. Hinter uns das japanische Palais, wo großartige Ausstellungen stattfinden, und davor die große Wiese im Sommer immer mit einem tollen Sommerpalais, mit Konzerten, die hier stattfinden, Lesungen, die stattfinden, auch Diskussionen, auch durchaus mal Yoga am Morgen und am Wochenende. Dieses Jahr habe ich es leider noch nicht geschafft, aber im letzten Jahr war ich hier ein ständiger Gast. Ist das normal, dass es so windig ist in Sachsen? Es sind stürmische Zeiten in Sachsen, das auf jeden Fall. Wer bist du? Ich bin Katja Meyer, ich bin 39 Jahre alt und Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen, gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfram Günther, weil die Grünen Doppelspitze. Ja, ihr seid die Einzigen mit Doppelspitze, ne? Ja, das ist auch gut so. Und wer wird von euch beide Ministerpräsident? Das stellt sich aktuell nicht, diese Frage. Wir kämpfen jetzt erstmal wirklich für ein super starkes Ergebnis. Wir haben bei der kommunalen Europawahl richtig, richtig zugelegt, auch zu den vorherigen Wahlen über 10%. Wir wollen jetzt noch eine Schippe drauflegen, aber von Ministerpräsidenten träumen, das träumen wir jetzt nicht, diesen Traum. Gab es schon eine Ministerpräsidentin in Sachsen? Nee, bisher gab es nur Männer hier. Ja, dann wird es zur Zeit. Das ist richtig, aber wir tun natürlich alles dafür, dass wir stark werden, aber wir können natürlich auch Umfragen lesen. So, jetzt bist du grüne Spitzenkandidatin, hast du das? Ist das dein Traum, dein Lebenstraum? Ist der jetzt in Erfüllung gegangen? Oder? Also ich bin nicht sozusagen, meine Kindheit in Zwickau war nicht davon bestimmt zu überlegen, dass ich irgendwann mal Ministerpräsidentin dieses Bundeslandes werde. Es hat sich einfach so entwickelt. Ich habe mich immer schon politisch engagiert als junger Mensch und war dann auch mal weg aus Sachsen. Ich glaube, das täte vielen auch mal gut, mal wegzugehen und dann aber auch wiederzukommen. Und habe mich dann politisch engagiert bei den Grünen, bin Landtagsabgeordnete seit 2015. 2014 waren die Landtagswahlen, ich bin nachgerückt nach einem Jahr, habe dann die Themen meiner Vorgängerin übernommen, Verkehrspolitik, Gleichstellung, Recht und Demokratie, und versuche seitdem mit unserer, wir sind ja die kleinste Fraktion aktuell mit 8 Abgeordneten, hier was zu wuppen, gute Konzepte, Gesetze, Anträge vorzulegen, und ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen. Welches Gesetz hast du vorgelegt, was irgendwie angenommen wurde? Keins. Obwohl, nee, das stimmt nicht ganz. Also wir haben tatsächlich gemeinsam mit CDU und SPD ein Gesetz verabschiedet. Das war 2016, das Gesetz für den Landesbeauftragten der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vorher war das der Beauftragte für die Stasi, für die Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen. Und wir haben halt gesagt, es ist notwendig, sozusagen diesen Blick zu öffnen auf die gesamte SED-Diktatur. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode, also als hier in Sachsen noch die CDU und die FDP regiert hat, aus der Opposition heraus dieses entsprechende Gesetz vorgelegt, also die SED-Diktatur in den Blick zu nehmen. Das wurde damals abgelehnt, aber es war im Koalitionsvertrag von CDU und SPD dann verankert, dieses Gesetz tatsächlich zu novellieren, so wie das alle anderen ostdeutschen Bundesländer auch gemacht haben. Und als ich dann in den Landtag gekommen bin und mitgekriegt habe, dass die das machen, da habe ich gesagt, sorry. Es ist unser Gesetzentwurf gewesen, und wenn ihr jetzt auf Grundlage unseres alten Gesetzentwurfs hier das neue Gesetz machen wollt, dann sollten wir doch mit am Tisch sitzen
Und dann haben wir das mit CDU und SPD verhandelt, wenngleich sozusagen das... Die brauchten euch da eigentlich gar nicht, oder? Nö, die brauchten uns nicht, aber das war unser Gesetzentwurf und es war unser Thema. Und es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und dann haben wir das tatsächlich gemeinsam gemacht. Aber ich glaube, das hat es in 30 Jahren CDU-Regierung noch nie gegeben, dass es einen gemeinsamen Gesetzentwurf mit der CDU gegeben hätte. Was es vereinzelt mal gab, sind gemeinsame Anträge, aber das wirklich nur sehr punktuell. Und das ist schon sehr besonders in Sachsen, vor allem wenn ich zum Beispiel nach Brandenburg gucke oder wenn ich nach NRW gucke oder in andere Bundesländer, wo das durchaus Usus ist, dass man auch mal gemeinsam Anträge macht. Das ist in Sachsen so nicht gelebt. Aber tatsächlich Gesetze, die ich vorgelegt habe, wo ich mir sehr gewünscht hätte, dass es dafür eine Mehrheit gibt, ja, ist ein Transparenzgesetz in diesem Land. Also fast alle anderen Bundesländer in Deutschland haben zumindest ein Informationsfreiheitsgesetz, also dass Bürgerinnen und Bürger an Informationen von Verwaltungen, von Kommunen rankommen. Da müssen sie aber noch einen Antrag stellen. Es gibt Bundesländer, die sind einen Schritt weitergegangen, wie Hamburg zum Beispiel, Rheinland-Pfalz. Die haben ein Transparenzgesetz eingeführt, also dass die Verwaltung von sich heraus sozusagen die Informationen zur Verfügung stellt, dass man keine Anträge mehr stellen muss als Bürgerinnen und Bürger. Und so einen Gesetzentwurf haben wir als Grüne auch vorgelegt, so ein Transparenzgesetz. Das ist abgelehnt worden, genauso wie ein Gleichstellungsgesetz, was dringend, dringend notwendig ist in diesem Land. Wir haben das Frauenfördergesetz von 1994, das hat schon so einen Bart und ist vor allem ein zahnloser Tiger, weil es eben nicht das tut, was es eigentlich tun müsste, nämlich Frauen in die Führungsposition zu bringen. Gerade Sachsen mit einem öffentlichen Dienst, der sozusagen davon geprägt ist, dass dort ganz, ganz viele Frauen arbeiten. 67% Frauen arbeiten im öffentlichen Dienst. Das ist ja durchaus auch ein attraktiver Arbeitgeber. Aber in den Führungsspitzen sind nur 25% Frauen. Und das muss schlicht geändert werden. Das sind einfach die Rahmenbedingungen schlecht, dass die Frauen sozusagen auch in den Führungspositionen landen. Da braucht man die gesetzlichen Grundlagen. Da haben wir ein Gesetz vorgelegt. Weil auch das war zum Beispiel ein Gesetz gewesen, was sich CDU und SPD vorgenommen hatten, tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag. Aber sich die SPD nicht durchsetzen konnte, die CDU das versucht hat, auf allen Wegen zu verhindern. Und der SPD ist offensichtlich nicht so wichtig war, als dass sie das durchgeboxt hätten. Im Gegenteil, wenn ich dann sehe, was sozusagen das Polizeigesetz, die Verschärfung des Strafvollzugsgesetzes, alles sozusagen Gesetze, die die CDU gerne machen wollte, die die SPD dann auch mit durchgewunken hat. Aber beim Gleichstellungsgesetz war die SPD da offensichtlich nicht stark genug. Aber erklär das mal kurz. 2/3 der Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, sind Frauen und nur 25% der Führungskräfte sind Frauen. Wie ist denn das zu erklären? Die Strukturen sind einfach so, dass da, wo sozusagen Macht ist, wo das Geld verdient wird, wo Entscheidungen getroffen werden, landen die Frauen einfach nicht. Das ist halt wie in anderen Bereichen auch. Es werden die befördert, die sozusagen den Chefs am nächsten sind. In der Regel sind das Männer. Dann werden auch Frauen nicht explizit gefördert, explizit auch angesprochen und gesagt, hier, bewirb dich auf diese Stelle. Finde da, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über Mentoringprogramme. All das passiert schlicht nicht und da brauchen wir einfach andere Regelungen, dass Frauen wirklich da auch landen, dass wir da konkrete Regelungen festlegen, damit Frauen eben in den Führungspositionen auch handeln. Das hat natürlich auch was mit der Flexibilität zu tun, also Homeoffice, die Möglichkeiten, Jobsharing, all das, diese Flexibilität auch herzustellen. Vor allem, wenn ich überlege, dass der öffentliche Dienst in Sachsen in den nächsten Jahren so, so viele Leute verliert, weil die schlicht in Rente gehen, brauchen wir auch einen attraktiven öffentlichen Dienst, damit wir überhaupt sozusagen mit der Wirtschaft, wo wir ja auch konkurrieren, um die Fachkräfte überhaupt bestehen zu können. Und deswegen müssen die Arbeitsbedingungen gerade im öffentlichen Dienst eben auch so sein, dass sie attraktiv sind für Frauen, aber natürlich auch für Männer. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen ein Gleichstellungsgesetz, was Männer und Frauen gleichermaßen anspricht, eben wenn es um die Flexibilität von Arbeitszeiten geht, weil natürlich auch Männer auf die Kinder zu Hause aufpassen wollen oder weil sie ihre Angehörigen pflegen wollen. Genau, und deswegen braucht es endlich dieses Gleichstellungsgesetz hier auch in Sachsen, so wie es andere Bundesländer ja auch novelliert haben. Das wäre jetzt nicht so, dass Sachsen die Speerspitze des Feminismus wäre, wenn wir hier so ein Gleichstellungsgesetz hätten, sondern wir würden einfach nur nachziehen, was andere Bundesländer die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Ist Sachsen ein feministisches Land? Nee. Warum?
weil ich halt nicht sehe, dass Frauen hier tatsächlich gefördert werden. Was ich aber tatsächlich sehe, ist, dass es hier sehr, sehr viele Alleinerziehende gibt, die auf sich gestellt sind, die eben wenig unterstützt werden. Da braucht es viel, viel mehr Unterstützung von Frauen, die, wie gesagt, alleinerziehend sind, sozusagen was Beratungsmöglichkeiten anzieht, aber eben auch was finanzielle Unterstützung angeht. Da geht es natürlich einerseits auch um Kitaplätze, da geht es um eine gute Betreuung, da geht es um Hortangebote, also was passiert mit den Kindern, wenn die Schule vorbei ist. Aber ich sehe schon auch, dass es Chefinnen gibt in diesem Land. Aber die sind halt vor allem in den Branchen, wo halt nicht so viel Geld verdient wird. Die sind dann im Gastrogewerbe tätig und im Dienstleistungsgewerbe. Die haben arbeiten im Pflegebereich, haben genau in den Bereichen, aber eben nicht da, wo sozusagen das große Geld verdient wird. Jetzt willst du wahrscheinlich Sachsen feministisch machen? Wie kann man das dann machen in den nächsten 5 Jahren? Also vor allem, wenn ich mir angucke, wie viele Frauen tatsächlich auch im Landtag vertreten sind oder in den Kommunalparlamenten, da ist sozusagen dieser Verfassungsauftrag, den wir auch haben im Grundgesetz, in der Verfassung ist schlicht nicht gegeben, ne? Also aktuell sind nur 1/3 Frauen im Landtag vertreten. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie sind die Landeslisten jetzt für die Landtagswahl aufgestellt, wie sind die Direktkandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, dann ist stark zu vermuten, wenn ich mir das angucke, wer da auf den Listen ist, wer die Direktkandidatinnen und Kandidaten sind, dass wir noch weniger Frauen haben werden als in dieser Legislaturperiode. Wir hatten jetzt gerade Kommunalwahlen. Da bildet sich sozusagen das gleiche Bild ab, dass es vor allem sozusagen Männer sind. Und da muss man einfach die Strukturen attraktiver machen, gerade wenn ich sozusagen an die Kommunalparlamente denke, dass es zum Beispiel die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ne? Die Sitzungen finden in der Regel abends statt, dass ich zum Beispiel dann auch die Kinderbetreuung bezahle, dass wenn die Frauen dann in den Parlamenten sitzen, dann die Kinderbetreuung bezahlt wird. Also dass man einfach die Strukturen so einfach macht, dass Frauen sich dann eben auch ehrenamtlich engagieren können und dass sie das tatsächlich wollen und sich engagieren wollen. Das sieht man ja zum Beispiel jetzt, hat man den letzten Jahren sehr, sehr deutlich gesehen bei der Unterstützung der Flüchtlinge. Also gerade bei den Geflüchteten, die Initiativen sind vor allem von Frauen getragen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial und das muss eben noch viel, viel mehr ausgeschöpft werden. Wie ist denn so die Stimmung im Landtag? Der ist ja hinter mir hier. Wie wurdest du da als Frau aufgenommen? Du bist jetzt recht neu noch dabei. Also ich hatte schon den Eindruck, dass ich da respektiert worden bin, wenn ich sozusagen ans Redepult gegangen bin. Aber wir Grünen, wir sitzen im Landtag, rechts von uns sitzt die SPD, links von uns sitzt die CDU. Und wenn dann Frauen vorne ans Redepult gehen und dann die entsprechenden durchaus auch nicht sehr stattlichen Sprüche da kommen und Sprüche, die Frauen diffamieren, da ist für mich sozusagen eine Grenze. Also wenn sich der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende ans Redepult stellt, nachdem die Abgeordnete von den Linken gesprochen hat zum Haushalt, also nachdem die Haushaltsrede eingebracht wurde, mit den Worten schönes Kleid, Frau Kollegin, aber über den Rest müssen wir nicht reden. Also da hätte das nie gesagt, wenn da ein Mann gestanden hätte, wenn ein Mann die Rede gehalten hätte, hätte nie gesagt, sie hatten aber heute eine schöne Krawatte, sondern es geht erstmal darum, sozusagen Frauen erstmal zu diffamieren und sich aber nicht mit den Inhalten damit auseinanderzusetzen. Und da hätte ich sich ja durchaus mit den Positionen, die dort die Kollegin der Linken vorgetragen hätte, auseinandersetzen können. Aber erstmal so eins reinzudrücken, das verstehe ich auch nicht unter einem Umgang miteinander im Landtag. Die Frauen haben sich dann aber tatsächlich zusammengetan von SPD, Linken und Grünen und wir haben dann auch einen offenen Brief geschrieben, aber der ist leider verhallt. Kommen wir mal zu dir. Du hast angedeutet, dass du weggegangen bist aus Sachsen. Kommen wir mal ganz kurz, wie du angekommen bist in Sachsen. Du bist in der DDR geboren? Genau, ich bin 1979 in Zwickau geboren. Mein Vater beim Sachsenring als Ingenieur tätig, der hat sozusagen diese Anlagen, die Teile von dem Trabi pressen, hat sozusagen die Elektronik gemacht. Meine Mutter war in der Textilbranche, die hat bei der Plauner Gardine gearbeitet. Genau so bin ich aufgewachsen in Zwickau. Und dann, als ich 10 war, war die Friedliche Revolution und Hast du auf der Straße mitgestanden? Oder deine Eltern? Mein Vater war tatsächlich auch demonstrieren gewesen, meine Mutter hatte da echt Schiss, also die hatte da wirklich Angst. Ich hatte dann durchaus auch Angst um mich, deswegen war ich jetzt nicht mit demonstrieren, aber ich habe natürlich dann sehr gelauscht, was mein Vater da erzählt hat, wie er da erst in der Kirche war, bei den entsprechenden Andachten und dann mit den anderen auf die Straße gegangen ist.
gibt es ja auch in Sachsen wahrscheinlich eine Menge Wendeverlierer. Also wenn du die Leute fragst, glaube ich, ein Viertel findet es irgendwie besser damals in der DDR als heutzutage in der Bundesrepublik. Wie würdest du dich einschätzen, deine Familie? Ich würde jetzt nicht zwingend von Wendeverlierern sprechen, wenngleich natürlich auch ganz krasse Brüche in meiner Familie. Also sowohl meine Eltern, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, meine Mutter, die sozusagen von Umschulung zu Umschulung gehen musste, mein Vater, und das ist auch so was Tragisches, ne? Er hat im Sachsenring gearbeitet und nach der Wende war er dann sozusagen mit daran beteiligt, diesen Sachsenring sozusagen rückzubauen, also die Gebäude abzureißen. Also das, wenn man vorher sozusagen darin gearbeitet hat, das ist schon, das belastet natürlich auch eine Familie, also auch sozusagen im näheren Umfeld. Mein Onkel auch von Arbeitslosigkeit getroffen, auch von meinen Freunden, die Eltern. Also das geht, wie gesagt, gibt es jede Familie, die da Geschichten erzählen kann. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, meine Lebensleistung wurde hier nicht geschätzt. Und ich bin da auch, wurde da nicht sozusagen nicht respektiert, was da oft die Rede davon ist. Und was ich halt sozusagen auch festgestellt habe in den 90er Jahren, und das war ja zum Teil auch richtig, dass man vor allem erstmal drauf schauen musste, die Infrastruktur hier wieder aufzubauen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Aber was eben vergessen wurde, war sozusagen die Menschen auch auf diesen demokratischen Weg mitzunehmen, ne? Also wenn ich dran denke, nach dem Zweiten Weltkrieg war in Westdeutschland die Demokratie mit einem Wirtschaftsaufbau verbunden. Also war positiv belegt. Und diese Erfahrungen haben ganz, ganz viele Ostdeutsche halt schlicht nicht gemacht, ne? Die sozusagen mit der Friedlichen Revolution, mit der Chance, jetzt endlich frei wählen zu können, reisen zu können, seine Meinung frei äußern zu können, Pressefreiheit zu haben, ist einhergegangen, diese krasse Erfahrung von Arbeitslosigkeit und eben nicht, es war nicht für alle positiv von Anfang an belegt. Wenngleich diese Riesenchancen, die wir auch damit bekommen haben, jetzt endlich in Freiheit zu leben, dass Leute sich jetzt endlich wieder entfalten konnten, dass sie den Job machen konnten, den sie auch wirklich wollten und nicht in Staat sagt, welche Ausbildung oder welches Studium du machst, das ist einfach ein Riesenwert, dass ich die Chance hatte, im Ausland zu studieren und auch das zu studieren, was ich will, das ist großartig. Und es ist also deswegen ist es so ein bisschen zwiespältig. Warst du ja so 10, 11, als die Wende war, warst schon in der Schule, aber hattest ja noch ein paar Jahre vor dir. Was wolltest du denn mit dem Abi machen? Du bist ins Ausland gegangen, was war denn dein Ziel? Also es war schon immer mein Ziel, mich in irgendeiner Art und Weise politisch zu engagieren, sei es jetzt irgendwie in einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder in der Stiftung. Also das war schon mein Wunsch, auch nach dem Abi irgendwie in was Sozialwissenschaftliches zu studieren. Deswegen habe ich ja dann auch Politik, Geschichte und Soziologie studiert. Ich habe mein Studium in Jena angefangen, bin dann, wie gesagt, nach Estland gegangen und bin dann aber auch ganz bewusst nochmal nach Westdeutschland gegangen. Ich habe in Münster meinen Abschluss gemacht. Aber erstmal Estland, warum Estland? Ich fand das total spannend. Ich war 2000 in Estland, da war Estland ja noch nicht in der Europäischen Union. Da ist einfach noch ganz, ganz viel passiert und sozusagen dieses Land da auch zu erleben, dieser Tiger des Baltikums, wie es ja auch genannt wird, auch was das Thema Digitalisierung angeht, da ist war Estland 2000 schon so viel weiter als die Bundesrepublik und jetzt noch weiter. Ich habe letztens ein Interview gehört, da wurde mit einer Ministerin oder sogar mit der Ministerpräsidentin gesprochen und gefragt, ja, ob sich Estland, was die Digitalisierung angeht, mit Deutschland vergleicht. Da hat die ist sie ein großes Gelächter gefallen und hat gesagt, nee, wir vergleichen uns mit dem Silicon Valley. Also da gibt es auch ein ganz großes Selbstbewusstsein, aber das ist natürlich auch unterlegt mit dem, was dort in diesem Land passiert. Das war ein Auslandssemester? Genau, es war ein Erasmus-Studium, was ich dort gemacht habe, und das war absolut bereichernd für mich, weil ich auch ganz, ganz viele Kontakte zu finnischen Studierenden hatte, weil ganz viele Finnen und Finninnen tatsächlich in Estland studieren. Kannst du Estisch oder was sprechen die da? Die sprechen Estnisch, das ist die finno-ugrische Sprachfamilie, also eine Sprachfamilie mit Finnisch, Estnisch und Ungarisch. Also das ist eine Sprachfamilie mit irre vielen Fällen. Und natürlich habe ich einen Estnisch-Kurs gemacht und ich konnte mir dann auch einen Kaffee bestellen und konnte sozusagen im Lebensmittelladen was einkaufen, aber war weit davon entfernt, da jetzt Konversation zu betreiben. Das Studium war auf sozusagen die ausländischen Studierenden ausgerichtet in Englisch. Und was kann Sachsen von Estland lernen? Na, auf jeden Fall, was das Thema Digitalisierung angeht, aber was auch das Thema... Aber was genau? Na, also eigentlich kann man in Estland fast alles machen digital. Man kann sogar sozusagen online wählen.
Das ist sozusagen in hier nicht möglich. Aus gutem Grund, ne? Ich finde, man sollte sich das mal genau angucken, auch was sozusagen den Datenschutz angeht. Aber auch auch Estland ist in der EU, auch für die gilt die Datenschutzgrundverordnung. Also von daher muss es diese Möglichkeit geben. Ja, es gibt ja Manipulationsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch den CCC, Chaos Computer Club, ist auch in Dresden immer aktiv. Ja, ja. Die sagen, also, das ist alles noch unmöglich. Also bisher haben die Esten gute Erfahrungen gemacht. Ich finde nicht, dass man sich vor sowas verschließen sollte. Es muss natürlich sichergestellt sein, dass da nichts manipuliert wird. Aber ich würde mich da jetzt sozusagen nicht total verschränken wollen. Sonst noch Dinge, die wir lernen können in der Sache, in Sachen ja. Digitalisierung. Durchaus auch mal mutig zu sein, das habe ich dort auch erfahren. Das ist ganz, ganz viele Start-ups gibt es in Estland. Die Gründerinnen und Gründer werden dort wirklich nochmal ganz anders unterstützt. Wir haben hier auch in Sachsen eine ganz gute Start-up-Szene, aber da ist halt auch die Frage, ne, wie viel Bürokratie gibt es hier eigentlich? Was hindert eigentlich Leute, sich zu gründen? Wie werden zum Beispiel auch Frauen unterstützt bei der Gründung? Wo ich sozusagen wieder bei dem Thema Unterstützung von Frauen bin, Frauen im ländlichen Raum. Da haben wir endlich jetzt wieder ein Förderprogramm, was genau Frauen in den ländlichen Regionen unterstützen will, sich auszugründen. Aber es braucht eben nicht nur Geld, sondern es braucht eben auch das Know-how. Es müssen Netzwerke unterstützt werden. Ideen. Und das sind Sachen, die wir von Estland lernen können. Was sind denn erfolgreiche Startups aus Sachsen? Erfolgreiche Startups aus Sachsen. Also es gibt zum Beispiel eine Firma in Leipzig, zwei junge Frauen, die haben ein Fahrradschloss entwickelt, was so mit Textil verbunden ist. Und das sind irgendwie tolle Innovationen. Oder ich habe jetzt einen Unternehmer kennengelernt, der macht so so Beton, was sozusagen so ein leichteres Beton, was eben für einen Brückenbau gut ist. Also das sind alles Innovationen, die hier in Sachsen entstanden sind und die man auch unterstützen sollte. Oder letzte Woche war ich in der Lausitz gewesen bei einem Unternehmen, was so Kraft-Wärme-Pumpen macht. Die sind dann auch haben dann noch ein anderes Unternehmen mit reingenommen, sodass die jetzt deutschlandweit die einzigen sind, die so ein Komplettpaket anbieten können. Also ich kann dort sozusagen als Häuslebauer sozusagen so eine komplette Kraft-Wärme-Pumpe mir bestellen und dann sozusagen von meinem Handwerker vor Ort in den Keller einbauen lassen. Das sind sozusagen Innovationen aus Sachsen, die hier entstanden sind. Und aber der Unternehmer aus der Lausitz hat zum Beispiel auch gesagt, dass er auch ausländische Fachkräfte dort beschäftigt hat. Aber dann war es eben so, er hatte einen Beschäftigten dort aus Nordafrika, ich glaube, es war aus Marokko. Und von einem auf den anderen Tag war der weg, aber nicht, weil er nicht mehr zur Arbeit gekommen ist, sondern weil er abgeschoben wurde. Und von einem Tag auf den anderen Tag hat dann schlicht diese Arbeitskraft dann auch vor Ort geführt. Und da müssen wir halt auch schauen, wie können wir Arbeitskräfte, die hier gut integriert sind, auch tatsächlich im Land halten und wenn Leute hier einen Job machen, dann auch tatsächlich da behalten. Aber dieses Unternehmen hat sich zum Beispiel auch, wie gesagt, in der Lausitz so aufgestellt, dass sie zum Beispiel eine Betriebskita haben. Also und eines der wenigen Unternehmen und sich sozusagen auch familienfreundlich dort aufgestellt, um eben wirklich auch attraktiv zu sein. Weil gerade in der Lausitz haben wir einen riesengroßen Fachkräftemangel und da ist es eben entscheidend, wie sind die Arbeitsbedingungen. Oft da geht es nicht nur noch darum, sozusagen gutes Geld zu verdienen, das ist natürlich wichtig, sondern es gibt auch sozusagen, es ist wichtig, dass es einen guten Rahmen noch gibt, wie sozusagen familienfreundliches Unternehmen oder wenn es um Migrantinnen und Migranten geht, denen auch Sprachkurse anzubieten und all das macht dieses Unternehmen und macht das offensichtlich sehr erfolgreich. Jetzt hast du gerade Abschiebungen schon angesprochen. Kommen wir mal darauf. Aus Sachsen werden auch Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Seid ihr dagegen? Ja, es ist kein sicheres Herkunftsland. Wenn ich sozusagen dann auch höre, was das Auswärtige Amt sagt, dass dort immer noch Gebiete sind, wo kriegerische Auseinandersetzungen sind, wo die Leute, wenn sie abgeschoben werden müssen, Angst haben müssen, dann tatsächlich ihr Leben zu verlieren, dann sind das keine Orte, in die man abschieben kann. Also mit den Grünen wird es Abschiebungen nach Afghanistan aus Sachsen nicht geben? Das ist nichts, was wir wollen, sondern wir brauchen, wenn Leute wenn die sozusagen Bescheid haben, dass sie abgeschoben werden müssen, dann kann das nur in sichere Herkunftsstaaten passieren. Ansonsten haben wir die Verpflichtung, den Leuten hier eine sichere Heimat zu geben. Du sagst jetzt den Leuten, die jetzt zugucken, wenn man die Grünen wählt und ihr kommt in die Regierung, ist ja jetzt nicht unwahrscheinlich, dann gibt's mit euch, wird aus Sachsen nicht nach Afghanistan abgeschoben. Ich werde zumindest mit den Abgeordneten, die wir dann sind, alles dafür tun, dass genau das nicht passiert. Aber das ist jetzt keine rote Linie.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie genau die Abschiebezahlen nach Afghanistan aktuell sind. Aber ist ja jeder zu viel, oder? Absolut, jeder ist zu viel und wir werden alles dafür tun, dass es nicht passiert. Das ist keine rote Linie. Ich halte nicht so viel von roten Linien. Wir müssen sozusagen sicherstellen, dass die Leute nur dahin abgeschoben werden, wo es sichere Herkunftsstaaten sind. Punkt. Wohin kann man denn abschieben? Also wo hast du jetzt keine Bauchschmerzen? In Länder der Europäischen Union. Ja. Und? Also Nordafrika wäre zum Beispiel auch kein Land, wo ich sage, dass man dahin abschieben muss. Gerade wenn wenn Homosexuelle hier in Sachsen sind, die können nicht nach Marokko oder nach in andere nordafrikanische Staaten abgeschoben werden, wenn sie dort vom Leben bedroht sind. Das geht einfach nicht. Hm. Gut, zurück zu dir. Du hast denn bist aus Estland wiedergekommen. Wo hast du denn zu Ende studiert? In Münster, in Westfalen, genau, da habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Ich wollte auch nochmal Erfahrungen in einem Westbundesland machen. Und wie war es als Ossi im Westen? Das war krass. Was? Ja. Krasser als in Estland, oder was? Ja, krasser als in, also weiß ich nicht, ob krasser, es war anders, aber das war 2003, war ja dann die friedliche Revolution ja auch schon ein paar Tage ins Land gegangen, aber ich war dann trotzdem die Exotin da, der Ossi, und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Warum? Warum mich das irritiert hat? Ja, ich meine, das sind junge Menschen, mit denen man da gemeinsam studiert. Das war 2003, es war mehr als 10 Jahre nach der friedlichen Revolution. Und ich hätte mir da sozusagen offenere Arme gewünscht von denjenigen und auch ein größeres Interesse vielleicht. Bist du deshalb sofort dann weitergegangen nach Frankfurt? Ich bin ja nicht sofort weitergegangen. Ich habe ja mein Studium da abgeschlossen. Ich war 3 Jahre in Münster gewesen, habe dann in Dortmund noch ein Praktikum bei der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht, bin dadurch auch zu den Grünen gekommen. Von da aus bin ich dann erst nach Berlin gegangen. 2005 war das dann gewesen und habe in der Bundesgeschäftsstelle von den Grünen gearbeitet. Da war ja dann diese vorgezogene Bundestagswahl 2005 und habe dort für ganz Deutschland die Großflächenplakate und die Kinowerbung organisiert, also durchaus verantwortungsvoll, und habe so auch alle Landesverbände kennengelernt und hat mich dann während dieser Zeit dort auf eine Stelle in Hessen beworben als Vorstandsreferentin und bin dann Ende 2005 nach Wiesbaden gegangen und war dann 5 Jahre in Wiesbaden gewesen und habe dort bei der Partei als Vorstandsreferentin gearbeitet. Hast du jetzt all deine Zeit, deine berufliche Zeit nach dem Studium bei den Grünen verbracht? Bist du in den Landtag gekommen bist? Tatsächlich ja. Hast du nicht in meiner freien Wirtschaft gearbeitet oder so? Also während des Studiums habe ich, wenn du so willst, in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe beim Bäcker gearbeitet, weil ich dann kein BAföG mehr bekommen habe und ja irgendwann irgendwas leben musste. Ja. Und habe dann in Münster in der Bäckerei gearbeitet. Aber hättest du nicht gewünscht, nach dem Studium mal irgendwo zu arbeiten? Weil ich meine, jetzt bei den Grünen arbeiten ist ja, oder bei einer Partei arbeiten ist ja jetzt nicht das Leben. Ich habe mich natürlich auch auf andere Stellen beworben, aber gerade so Mitte der 2000er Jahre war das für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler nicht so einfach, einen Job zu kriegen. Ich habe auch Hartz IV sozusagen bezogen. Ja. Und was deine Grünen mitbeschlossen haben? Was meine Grünen mitbeschlossen haben, aber die sind ja auch lernfähig. Und bist du gegen Hartz IV und gegen die Agenda 2010? Also ich glaube, da sind damals Fehler gemacht worden, aber wir sagen ja jetzt auch, da brauchst du ja auch einen Lernprozess. Also man muss sich das auch eingestehen, und das sagen die Grünen ja auch auf Bundesebene ganz klar, dass man damals dachte, dass man den richtigen Weg geht, aber dann schnell festgestellt hat, dass es eben nicht so ist. Genauso wie mit den Minijobs. Da hat man auch gehofft, dass das der richtige Weg ist, um dann aber später festzustellen, dass das vor allem eine Falle ist, sozusagen, aus der viele Leute auch nicht mehr rauskommen, nämlich dann wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen oder insbesondere für Frauen, die dann halt in diesen Minijobs verharren und dann einfach auch am Ende schlicht ein Problem haben, eine gute Rente zu haben. Was wäre denn jetzt der richtige Weg, wie es weitergeht mit Hartz IV zum Beispiel? Naja, das ist ein Bundesthema, das können wir jetzt nicht in Sachsen verhandeln. Ja, aber Bundesrat habt ihr ja ein bisschen Einfluss dann. Das ist richtig, aber wir sagen ja auf jeden Fall, das muss reformiert werden und diese Sanktionen müssen weg. Dieser Weg sollte da auch schnell gegangen werden. Kann man dich für ein bedingungsloses Grundeinkommen gewinnen? Tatsächlich bin ich da ein bisschen kritisch, was das angeht. Weil ich das sozusagen auch unter frauenpolitischer Perspektive sehe, weil ich sage, dass das möglicherweise, würde da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Gefahr tatsächlich besteht, dass Frauen dann sozusagen in diesem
Niedrigbereich verharren und dann sozusagen die Männer arbeiten gehen und die Frauen haben ja dann das Grundeinkommen und eben nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt sind und das entsprechende Geld verdienen. Und dann hat das natürlich dann auch wieder was mit den Machtpositionen zu tun, weil Frauen sind dann eben nicht in den Jobs, wo das Geld verdient wird, wo entschieden wird. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiespältig. Gleichwohl sage ich, man muss das ausprobieren. Auch wir haben im Landtagswahlprogramm stehen, dass man mal so ein Modellprojekt machen sollte. Auch andere Bundesländer haben das ja verankert. Schleswig-Holstein machen, glaube ich, auch so ein Modellprojekt oder haben sich das vorgenommen. Ich finde, man sollte da offen sein, sollte das probieren. Und vielleicht wäre ich ja noch überzeugt. Die Linken wollen auch ein BGE-Modellprojekt machen. Wo würdest du das denn machen wollen? Wo wäre, in welcher Region in Sachsen wäre das angemessen? Ach, da bin ich offen. Ich finde, das sollte auch die Region mitentscheiden können. Die wollen alle. Wenn du jetzt alle dann, Regionen wollen das. Wenn du in Sachsen wahrscheinlich Region fragen würdest, okay, wir geben jetzt 10.000 Leuten ein Grundeinkommen. Wer will, werden sich alle melden. Wo würdest du, welche Region bräuchte das? Lausitz da, Nordsachsen. Also wir haben in allen Regionen gibt es sozusagen in den Regionen wiederum strukturschwachere und stärkere Regionen. Aber vielleicht sollte es auch einen Wettbewerb zwischen den Regionen geben, die sich darauf bewerben. Also ich würde das jetzt ungern jetzt sozusagen aus Dresden heraus festlegen lassen, sondern sollte die Region vielleicht auch mit. Aber ihr habt doch eine Braunkohleregion. Mhm. Da hast du da wahrscheinlich als Grüne natürlich auch mal jeden Tag mit zu tun, weil ihr wollt den Kohleausstieg ganz so früh wie möglich. Ihr müsst den Leuten eine Perspektive geben. Da könnte man ja sagen, okay, alle, die hier im Braunkohlegewerbe arbeiten, bekommen von uns ein Grundeinkommen. Damit sie keine finanziellen Nöte mehr haben. Also wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel, insbesondere in der Lausitz. Und auch die Leute, die jetzt noch in der Braunkohle arbeiten, werden auch nach dem Abschalten der Kohlekraftwerke immer noch gebraucht für die Renaturierung. Und die sollen dann auch so bezahlt werden, wie das angemessen ist. Die bleiben ja nicht zu Hause, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen. Die sind nur abgesichert. Ja, aber ich meine, die haben ja dann einen festen Job, wenn sie sozusagen weiter beschäftigt sind und werden auch mehr verdienen, als das Grundeinkommen gezahlt wird. Ja. Aber ihr könnt es ja so machen, okay, ihr wollt nicht 2038 raus, sondern 2030 oder am liebsten wahrscheinlich noch früher. Da kannst du ja sagen, okay, ab 2025. Also wir sagen 2030 halten wir für realistisch. Dann könnt ihr sagen, okay, ab 2030 bekommen die, die dann immer noch in dem Gewerbe sind, ein Grundeinkommen, damit sie finanziell abgesichert sind. Die bekommen genau dasselbe Geld, was sie damals bekommen. Na, aber das ist ja nicht die Grundidee des Grundeinkommens, genauso viel zu bekommen wie ein Arbeitnehmer, der jetzt in einem Industriearbeitsjob ist. Hm. Aber könnte man ja testen. Es sollte schon, glaube ich, noch einen Unterschied geben zwischen denen, die sozusagen fest im Arbeitsmarkt sind und die sozusagen da eine volle Stelle haben und denen, die ein Grundeinkommen beziehen. Was wollt ihr denen denn bieten? Denen, die in der Lausitz sind? Ja. Also vor allem, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt einen riesengroßen Fachkräftemangel in der Region. Wir müssen diese Region umbauen, wirklich zu einer Energieregion, also raus aus der Braunkohle, mehr in erneuerbare Energien. Wir müssen endlich mehr Windräder bauen. Dieses Jahr ist noch kein einziges Windrad in Sachsen gebaut worden. Wir müssen da in die Solaranlagen investieren und vor allem müssen wir den ÖPNV dort so aufstellen, dass die Region auch wirklich lebenswert ist. Dann müssen wir Ansiedlungen machen von Unternehmen, von Forschungseinrichtungen, Behördenstandorte, die in die Lausitz kommen sollen und vor allem eben auch den Mittelstand, der vor Ort dort ist, unterstützen. Ich hatte ja vorhin gesagt, das Unternehmen, was ich besucht habe, das ist nördlich von Hoyerswerda, der sucht zum Beispiel seit über einem Jahr dort einen Vorarbeiter. Den findet er schlicht nicht, weil einfach die Fachkräfte nicht da sind. Und das sind die Leute, die dann in der Braunkohle sind, die dann eben auch so gut bezahlte Jobs finden. Aber viele, die jetzt in der Braunkohle beschäftigt sind, wie in allen anderen Bereichen auch, wie bei Lehrerinnen und Lehrern, wie bei der Polizei, wie in der Justiz, es gehen ganz viele in den nächsten 10 bis 15 Jahren schlicht in Rente. Das ist in der Kohlebranche genauso. Und die, die dann noch nicht in Rente sind, die werden gebraucht für die Renaturierung und sozusagen der Rest muss dann, und das ist dann auch die staatliche Aufgabe, dann in entsprechende Umschulungen finanziert werden. Aber um eine Region wirklich lebenswert zu machen, ist natürlich wichtig, dass es dort Jobs gibt, dass es die entsprechende Infrastruktur gibt, dass es Ärzte vor Ort gibt, dass es Schulen gibt, dass es Kita gibt und dass es natürlich auch, damit so eine Region lebenswert ist, auch Angebote für junge Menschen gibt, dass es Jugendclubs gibt, aber dass es eben auch ein ordentliches Kulturangebot gibt. Nur wenn sozusagen dieses Gesamt
Paket ist, kann so eine Region auch wirklich lebenswert sein, dass man da auch gerne hinzieht. Das hast du aber ja gerade deinen Wahlkampfzettel abgearbeitet, oder? Naja, aber das ist ja genau die Frage, was sozusagen so eine Region lebenswert macht. Und das ist für mich eben nicht nur, dass da eine Straße ist und dass da mein Arbeitsplatz ist, sondern dass ich da auch gut und gerne leben will. Aber wie früher muss dann aus der Kohle raus? Also wir sagen 2030, aber... Wie viel früher muss es passieren? Der Ministerpräsident stellt sich hin und sagt 31.12.2038. Ja, aber da sind ja alle, nicht nur die Wissenschaftler sich einig, sondern auch die Schüler und Schülerinnen, das ist viel zu spät. Genau. Da seid ihr auch der Meinung. Ja, aber so weit ist, an der Stelle ist der Ministerpräsident noch nicht. Der versucht hier den Leuten zu suggerieren, bis zum 31.12.38 laufen die Kraftwerke. Ich glaube und ich gehe fest davon aus, dass die Wirtschaft das früher entscheiden wird, weil sich das einfach nicht mehr rechnet mit der Braunkohle. Ja, die Politik muss entscheiden, oder? Die Politik muss den Rahmen setzen. Deswegen, es gibt jetzt seit Anfang des Jahres diesen Kohlekompromiss. Da muss jetzt auch endlich mal die Bundesregierung endlich mal sozusagen liefern und die entsprechende Gesetzesgrundlage bieten und entsprechend dann auch das Geld, was versprochen wurde, dann in die Region fließen. Aber wir müssen erst ein Klimaschutzgesetz haben und dann muss das Geld fließen, nicht umgedreht. Wie soll das denn quasi, wenn ihr in die Regierung geht, funktionieren? Dass ihr dann macht ihr so einen Kompromiss dann und geht 2034 oder? Wie gesagt, ist das eine rote Linie, die 2030? Wie gesagt, es ist nicht entscheidend, ob 2029, 2030 oder 2031. Es ist jetzt wichtig, dass wir einen Pfad haben. Nicht entscheidend. Es ist wichtig, dass wir jetzt endlich loslegen und endlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien kommen. Wir sagen, Kleinstadt, das wird die Wirtschaft wird das früher entscheiden, als dass der Regierung aktuell lieb ist. Und ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr viel früher als 2038 sein muss. Aber wir müssen jetzt endlich sozusagen den Pfad beschreiten, müssen hier auch in Sachsen die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass wir endlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Und das ist schlecht in den letzten 5 Jahren hier verschlafen worden. Wie kann das sein, dass bisher in diesem Jahr in Sachsen noch kein Windrad gebaut wurde? Ja, das Problem ist halt, dass es die Vorrangflächen für den Wind schlicht nicht da sind, dass in der Regionalplanung das extrem erschwert wird, dass es Unternehmen auch nicht einfach gemacht wird, hier Windräder aufzustellen. Und da müssen wir halt in der Regionalplanung entsprechend ändern, damit eben Windvorranggebiete ausgewiesen werden. Wir sagen, wir wollen mindestens 2% der Fläche in Sachsen mit Windrädern sozusagen, dass dort Windräder aufstehen können. Natürlich im Einklang mit dem Naturschutz. Aktuell hat Sachsen so roundabout 900 Windräder. Das müssen wir mindestens verdoppeln. Genau. Nur 900? Ja, nur 900 Windräder. Das ist, wenn ich mir angucke, wie weit die da in Brandenburg sind oder wie weit die da in Sachsen-Anhalt sind. 40.000, ne, ein paar Tausend. Ja. Und du sagst nur verdoppeln. Mindestens verdoppeln und dann müssen wir natürlich auch in die Photovoltaik. Gut, Mindestziel, was ist dein Maximalziel? Zehnfach? So viel, wie sozusagen notwendig ist. Aber ich bin jetzt nicht die Klimaexpertin, ich kann jetzt nicht genau sagen, es braucht 2.335 Windräder oder 5.000. Es braucht so viel, um sozusagen sicherzustellen, dass wir hier unsere Energie, also dass hier die Energie fließt und dass der Strom fließt. Kann ja sein, dass du ein Teil der Regierung bist, die diese neuen Windräder quasi der Bevölkerung verkaufen müssen. Nicht nur in Brandenburg, in Mecklenburg, sondern auch in Sachsen gibt es, ich nenne sie jetzt mal Wutbürger, die da Initiativen starten, sich dagegen wehren. Umso wichtiger ist es eben, dass es wirklich eine Beteiligung der Bürger vor Ort gibt und nicht, dass irgendwie irgendein Investor... Finanzielle Beteiligung. Zum Beispiel auch, also dass nicht der Investor sozusagen eingeflogen kommt und dann irgendwie seine Windräder da hinsetzt, sondern dass das gemeinsam mit den Bürgern dort vor Ort diskutiert wird, weil nur wenn sozusagen das auf breiten Schultern ist, wenn es ein Commitment zwischen den Bürgerinnen und Bürgern gibt, dann kann es auch eine Offenheit dafür geben und dann im besten Falle dann mit Bürgerwindkraftanlagen, die dann sozusagen auch an den Gewinnen beteiligt werden. Und das erhöht schlicht auch die Akzeptanz. Und das sieht man halt, wenn man auch in andere Regionen gibt, dass das sehr gut funktioniert. Hast du schon mal mit einem Wutbürger dich ausgetauscht?
Ich habe natürlich auch mit Leuten, die an den Wahlkampfständen kommen und von der Verspargelung der Landschaft reden, natürlich auch schon gesprochen. Und dann haben die ja dann oft das Argument, sonst ist denen ja sozusagen der Natur- und Tierschutz völlig Schnuppe. Aber an der Stelle werden dann die Vögel ins Feld gezogen. Und wir sagen ja auch ganz klar, Ausbau von Windkraft nur im Einklang mit dem Naturschutz. Deswegen sagen wir auch, keine Windräder im Wald oder auf dem Erzgebirgskamm, was ja sozusagen oft die Sorge ist, sondern da, wo es naturverträglich ist. Und es gibt ja jetzt auch schon die entsprechenden Versuchsanlagen von Windkraftanlagen, wo entsprechende Sensoren eingebaut sind, die sozusagen sehen, wenn Vögel angeflogen kommen, das dann berechnen können, wie sozusagen die Flugrichtung der Vögel ist und dann tatsächlich das Windrad auch gestoppt wird, sodass eben kein Vogel dann zu Tode kommt. Und diese Forschung gibt es in Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg. Und Ende des Jahres soll das auch sozusagen marktreif sein. Und die Umrüstung dieser Windräder soll, glaube ich, so zwischen 2.000 und 3.000 Euro kosten. Und ich finde, das sind Kosten, die überschaubar sind und wo dann die Windräder auch entsprechend nachgerüstet werden müssen. Und wo wir auch gut vorankommen müssen, ist sozusagen das Repowering. Also aus den 2000er Jahren wurden ja eher kleinere Windräder gebaut, weil man einfach noch nicht diese Kenntnis hatte und die Wirtschaft da einfach noch nicht so weit war. Da müssen wir jetzt dahin kommen, dass die repowered werden, also dass dort größere Windräder hingestellt werden. Aber dass man eben auch nochmal genau schaut, ob das wirklich die richtigen Standorte sind, die damals gewählt wurden, ob das wirklich so energieerträglich ist, wie wir uns das wünschen oder ob es vielleicht sinnvoll ist, das Windrad an einen anderen Ort zu stellen. Aber da kann ja zum Beispiel auch die Lausitz in einer Region sein, wo man sozusagen verstärkt Windkraftanlagen hinbaut. Klar. Die Scientists for Future sagen, da können wir zum Beispiel Megawindparks und Megawindräder hinbauen, weil da die Leitungen ja schon sind. Zum Beispiel. Man muss sich das, wie gesagt, dann genau angucken, wie das mit den Böden dort ist, dass da nichts abrutscht, aber das ist auf jeden Fall halte ich das für einen absolut sinnvollen Vorschlag. Meinst du, dass die Leute sich darüber freuen? Ne? Kohle geht weg und dann wird ihnen da so ein riesen Windrad vorgesetzt? Wie gesagt, die Windräder im Einklang mit dem Naturschutz und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Wie viele Solaranlagen wurden dieses Jahr denn in Sachsen schon gebaut? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Mehr als eins? Ich hoffe. Aber ich habe jetzt tatsächlich die genauen Zahlen nicht. Ich weiß es nur von den Windrädern. Was sollt ihr denn für die Solarkraft hier tun? Also ich meine, wir sind ja hier in Dresden, den Großstädten ist es ja schwer, irgendwelche Windräder aufzustellen. Da kann man ja eine Menge tun mit. Auch auf städtischem Gebiet, also hier in den sozusagen in den Randgebieten von Dresden, gibt es auch Flächen, wo man durchaus Windräder aufbauen kann. Und da müssen wir. Ja, aber jetzt sind wir in der Großstadt, da kann man ja eine Menge Solarpanels auf die Dächer packen. Auf den Dächern zum Beispiel finde ich, wenn die öffentliche Hand Gebäude baut, werden jetzt gerade ganz viele Schulen gebaut, dass die eben auch so von der Statik sind, dass dort immer automatisch sofort eine Solaranlage mit auf dem Dach ist oder eine Photovoltaikanlage. Die muss ja irgendwo herkommen. Also wo kommt die her? Wenn es öffentliche Gebäude sind, dann hat das ja der Staat auch selber in der Hand, die dann damit zu installieren. Und dann sagt ihr Grün, okay, auf jedes öffentliche Dach kommt am Ende in den nächsten 5 Jahren Solarpanel? Das sollte ein Ziel sein. Ist das euer Ziel? Das ist auch ein Ziel von uns, dass auf öffentlichen Gebäuden viel, viel mehr Solarkraftanlagen oder Solaranlagen, Photovoltaikanlagen gebaut werden. Warum nicht so viel wie möglich? Natürlich so viel wie möglich. Gibt es noch andere erneuerbare Energien in Sachsen? Es gibt ein bisschen Wasserkraft, aber das ist nicht so richtig, jetzt nicht so die Power, wie das jetzt in Norwegen ist oder in Österreich oder in der Schweiz. Als Übergangstechnologie natürlich auch noch die Gaskraftwerke, die auf jeden Fall sauberer sind als die Kohlekraftwerke. Das war ja letztens in Brandenburg. Brandenburg hat den höchsten CO2-Pro-Kopf-Verbrauch mit 23,5 Tonnen pro Einwohner in Brandenburg. Ist es in Sachsen ein bisschen besser? Kennst du da die Zahlen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei uns sind es 18 Tonnen, aber zwei Drittel des CO2-Ausstoßes verursachen die Kohlekraftwerke in Sachsen. Nur 12, laut Umweltbundesamt. Ah, okay. Aber immer noch weit über den deutschen Durchschnitt. Der ist bei 9 Tonnen. Wie gesagt, zwei Drittel des CO2-Ausstoßes in Sachsen kommt von den Kohlekraftwerken und deswegen müssen wir da, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen. Damit würdet ihr dann auch in 5 Jahren, würdet ihr in 5 Jahren, keine Ahnung, Regierungsbeteiligung schaffen, den CO2-Verbrauch zu senken?
Das ist das Ziel. Dafür brauchen wir aber in Sachsen endlich mal ein wirksames Klimaschutzgesetz, was eben für die verschiedenen Bereiche, und das sind ja nicht nur die erneuerbaren Energien, sondern es ist eben auch der Verkehrsbereich, wo, was die CO2-Einsparung angeht, seit den 90er Jahren quasi so gut wie nichts passiert ist, aber auch durchaus im Bereich der Landwirtschaft. Aber gerade im Verkehr ist es eben nicht sinnvoll, jetzt weiter Straßen zu bauen, sondern es muss ganz klar Erhalt vor Neubau. Aber wenn ich halt sehe, dass im Landesverkehrsplan, der jetzt von der Regierung verabschiedet wurde, vom Kabinett, wieder 25 Straßenneubauvorhaben sind, dann ist das das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, nämlich Erhalt von Neubau und massiven Ausbau des ÖPNVs, aber eben auch des Radverkehrs. Wenn die Klimawissenschaftler sich anhört, die wünschen sich ja einfach, dass es weniger Autos auf den Straßen gibt. Mhm. Also die dreckigen Autos. Ja. Was habt ihr da für einen Plan? Also wie willst du den Sachsen und Sächsinnen klar machen, ihr müsst einfach euer Auto stehen lassen oder verkaufen am besten? Na, in den Großstädten ist das ja heute schon möglich. Ich habe zum Beispiel auch kein Auto, ich habe noch nie ein Auto besessen, aber ich habe, seitdem ich Studentin bin, bin ich bei Carsharing angemeldet, habe auch einen Führerschein. Und gerade in den Großstädten ist es ja sehr gut möglich, auf ein Auto zu verzichten. Wir haben gerade, wir sind hier in Dresden, einen sehr, sehr guten ÖPNV. Wir haben ein Radwegenetz, was durchaus ausbaufähig ist, aber was schon ganz gut ist. Und wenn sozusagen der ÖPNV gut ausgebaut ist, wenn das Radwegenetz gut ist, wenn wir ein gutes Carsharing-Angebot haben, dann kann man auch sehr gut aufs Auto verzichten. Und wenn ich dann doch mal eins brauche, dann leihe ich mir eben eins aus. Mhm. Zugegebenermaßen im ländlichen Raum ist das schwieriger, auf dem Auto zu verzichten. Aber auch da wünsche ich mir mehr Engagement oder brauchen wir schlicht mehr Engagement, was eben den Ausbau des ÖPNVs angeht. Und dann wirklich, dass die Züge auch gut miteinander vertaktet sind, dass wenn ich mit dem Zug ankomme, ich nicht Ewigkeiten auf meinen Anschlusszug warten muss oder wenn ich dann in den Bus steige, um in meinen Vorort zu kommen, nicht eine halbe Stunde warten muss oder der Bus mir gerade vor der Nase weggefahren ist. Dass es hier eine gute Vertaktung gibt, um so das auch für die Leute attraktiv zu machen, wenn sie zum Beispiel zu ihrem Job pendeln. Hört sich alles gut an, ÖPNV überall in jedem Dorf und so weiter, aber wie soll das konkret umgesetzt werden? Also wir sagen, wir brauchen eine Mobilitätsgarantie für Sachsen, dass sichergestellt ist, dass von 5 bis 24 Uhr mindestens im Stundentakt die Orte mit Bus und Bahn angebunden sind. Aber wie soll das passieren? Na, wir müssen in den Ausbau des Busnetzes, aber eben auch des Schienennetzes. Wir brauchen mehr Züge auf den Schienen und das hängt natürlich ganz klar vom Geld ab. Da kann die Landesregierung sagen, wir packen mehr Züge auf die Schienen? Nee, wir müssen das Geld zur Verfügung stellen für diejenigen, die die Züge bestellen. Das sind die Zweckverbände. Und da ist einfach in den letzten Jahren zu wenig Geld geflossen. Wir bekommen vom Bund diese sogenannten Regionalisierungsmittel, die dann vom Land an die Zweckverbände weitergereicht werden. Aber da ist es zum Beispiel so, dass dort ein großer Anteil davon der Schülerverkehr bezahlt wird, wo wir sagen, das ist eine ganz klare Landesaufgabe und dieses Geld muss den Zweckverbänden zur Verfügung gestellt werden, damit die eben ihren Verkehr bestellen können. Es gibt ja irgendwie, glaube ich, so eine Bildungskarte oder Bildungsticket oder so weiter. Die Schüler und Kinder müssen immer noch Geld bezahlen. Warum überhaupt? Wie gesagt, das war ja ein großes Ziel von der SPD, ein Bildungsticket zu haben für Schülerinnen und Schüler. Das haben sie tatsächlich leider nicht geschafft. Was sie geschafft haben, ist, dass Schülerinnen und Schüler jetzt sozusagen nach der Schule und in den Ferien so ein Ticket haben. Und dass Auszubildende Azubis ein Bildungsticket haben. Ich wollte eher wissen, wollt ihr, dass das alles umsonst ist für die jungen Menschen? Für Schülerinnen und Schüler wollen wir einen kostenlosen ÖPNV. Ja. Ist das schwer hinzubekommen? Das ist was heißt schwer? Es ist halt die Frage, wie viel Geld ist mir das wert als Land, dass Schülerinnen und Schüler kostenlos mit dem ÖPNV unterwegs sein können? Hat Sachsen denn Geld? Ist die finanzielle Lage gut? Natürlich ist die finanzielle Lage gut. Wir haben, dem Land geht es nicht so schlecht, wie immer getan wird. Es wird ganz viel Geld in irgendwelche Fonds gesteckt, wo Geld schlummert, wo ich sage, das ist besser ausgegeben, wenn man das in die Menschen und in den ÖPNV zum Beispiel investiert. Gibt es eine schwarze Null hier in Sachsen? Wir haben in der letzten Legislaturperiode wurde hier eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert. Aber aktuell gibt es irgendwie so eine schwarze Null? Naja, seid ihr gegen dieses Konzept? Also es gibt sozusagen, wir haben jetzt keine Schulden aufgenommen, also das Land hat keine Schulden aufnehmen müssen für diesen Haushalt, das ist eine schwarze Null, also es wurden
für diesen Haushalt. Und wir sagen auch, wir wollen uns nicht an den zukünftigen Generationen weiter versündigen, also nicht mehr Schulden aufnehmen und stehen da auch für einen ausgeglichenen Haushalt. Aber ihr versündigt euch doch an den anderen Generationen, wenn ihr halt... Wenn wir Schulden aufnehmen. Nee, wenn ihr halt keine Infrastruktur baut, um damit... das sind ja Investitionen, sind ja auch Schulden. Jetzt bin ich aber überrascht, dass du die schwarze Null verteidigst. Nein, ich verteidige nicht. Nein, ich habe ja gesagt, wir müssen sozusagen klug investieren in den ÖPNV, in Bildung und so weiter. Ja, aber nur so viel, damit es am Ende eine schwarze Null ist. Ich finde schon, dass man wahrscheinlich tatsächlich nochmal über die schwarze Null nachdenken muss und das vielleicht auch nochmal in Frage stellen muss. Aber wie gesagt, aktuell hat dieses Land ziemlich viel Geld in den Schubladen, in den Fonds schlummern. Und da müssen wir erstmal ran. Und dann gucken wir weiter, weil wie gesagt, aktuell ist genug Geld da, um die Investitionen zu tätigen Schwarze und keine Null, Schulden zu machen. Schwarze Null heißt ja auch immer, man könnte ja quasi Steuern erhöhen, um mehr Einnahmen zu haben, damit man mehr ausgeben kann. Wem droht denn hier in Sachsen, dass sie zum Beispiel mehr zahlen müssen? Wie meinst du, also wem sollte das drohen? Unternehmern, Reichen in Sachsen. Naja, wenn wir über Steuern reden, über eine Vermögenssteuer, dann wird das auf Bundesebene entschieden. Nichts, wo ihr irgendwie die Leute, die Reichen mehr belasten könntet in Sachsen? Also auf Landesebene, landespolitisch? Fällt mir jetzt, also, da fällt dir was ein? Du bist hier die Expertin. Wie ist das mit dem Reichtum? Wo leben hier die Reichen in Sachsen? Die Millionäre, Milliardäre? Ich glaube, die reichsten Leute wohnen in Radebeul. Meißen habe ich jetzt auch gehört. Meißen und Radebeul. Das ist ein Wahlkreis Meißen. Es ist Riesa. Echt? Ja. Auf mdr.de steht, Meißen ist dein Wahlkreis. Meißen 1. Das ist der Landkreis Meißen und ich kandidiere aber in Riesa. In Meißen sollen die meisten Millionäre leben? Soweit ich weiß, in Radebeul, aber da will ich mich jetzt nicht streiten. Da ist zumindest die höchste Dichte an Porsche Autohäusern und Fahrern. Wovor müssen die Millionäre in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen? Die müssen keine Angst haben, aber sie sollten, wir wollen setzen uns dafür ein, dass sozusagen sie auch, dass es eine gerechte Besteuerung gibt, auch was sozusagen die CO2-Steuer angeht. Dass sozusagen da, aber das ist auch ein Thema, was auf Bundesebene geregelt wird. Gibt es nichts, wo ihr die Reichen mehr belasten wollt? Wie ist denn die Einkommensschere in Sachsen? Also wir haben tatsächlich eine hohe Kinderarbeitslosigkeit. Eine hohe Kinderarmut, das war jetzt ein schlimmer Versprecher. Eine hohe Kinderarmut in Sachsen. Und dann natürlich geht da die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und wir müssen vor allem, und das ist in Sachsen ein riesengroßes Problem, was sozusagen die Mieten angeht, insbesondere in Leipzig und Dresden, was großartig ist, dass es dort einen riesengroßen Zuzug gibt in Leipzig und Chemnitz, aber in Leipzig und Dresden, aber dort die Mieten einfach so krass teuer werden. In Leipzig hat man 2011 noch 5,40 Euro vom Quadratmeter bezahlt, jetzt sind es schon 8,40 Euro und da müssen wir massiv in den sozialen Wohnungsmarkt investieren und da sagen wir zum Beispiel als Grüne, wir müssen mindestens 5.000 Sozialwohnungen im Jahr bauen, damit eben Menschen, die von Hartz IV bekommen, aber eben auch Familien, die Kinder haben, sich überhaupt noch eine Wohnung in diesen Städten leisten können. Da sind wir doch beim Thema auch bei den Reichen. Es gibt ja jeder, der mietet, der muss es ja beim Vermieter machen. Ein Vermieter, den geht es ja meistens ganz gut. Wie wär's denn mit einem Mietendeckel? In Berlin wurde das ja jetzt eingeführt. Na, wir brauchen tatsächlich eine wirksame Mietpreisbremse auch hier in Sachsen. Das ist was anderes. Eine Bremse ist was anderes als ein Deckel. Also in Berlin wurde jetzt erstmal die Erhöhung gestoppt. Das ist ein Weg, den Berlin gegangen ist. Da müsste man gucken, ob... Da waren die Grünen ja auch mit dabei. Ja, ja. Da muss man gucken, inwiefern das auch für Sachsen ein Weg sein kann, um sozusagen eine weitere Mietpreissteigerung zu verhindern. Zum Schluss, ihr habt ja hier ein großes Problem mit Rechtsextremismus. Ich meine, der NSU war hier zu Hause. In Zwickau. In Zwickau, wo du geboren bist. Naja, als Beate Zschäpe und die beiden Uwes nach Zwickau gegangen sind, von Jena nach Zwickau sind, bin ich von Zwickau nach Jena, 1998.
Aber erklär unseren Zuschauern mal, wir haben ja viele wahrscheinlich, die jetzt nicht aus Sachsen sind, die das jetzt einfach nur von draußen betrachten. Ja. Wie erklärst du das? Ich meine, die AfD ist ja auch so ein Symptom. Dieser Rechtsterrorismus ist ja auch eine Art Symptom für was irgendwie in den Menschen schlummert. Wo sind die Ursachen für dieses rechte Gedankengut, für den Rechtsextremismus im Land? Naja, Kurt Biedenkopf hat ja in den 90er Jahren mal gesagt, die Sachsen wären immun gegen den Rechtsextremismus. Genau. Und das ist einfach der wahnsinnig fatale Fehler oder die wahnsinnig fatale Aussage, die damals getroffen wurde, dass einfach weggeguckt wurde, dass sich diesem Problem nicht gestellt wurde, dass das kleingeredet wurde. Diese Netzwerke der Neonazis, die es seit den 90er Jahren gibt und bis heute gibt, und diese Netzwerke müssen schlicht zerschlagen werden. Da muss man genau hinschauen. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen im Landtag, dass, weiß ich gerade, ne, Neonazis oft auch so in Kleingartenanlagen treffen, dort die ihre in diesem Vereinsheim ihre Veranstaltungen machen, dass man dort die Leute, die das ja alle ehrenamtlich machen in den Kleingartenanlagen, dass man die eben auch schulen muss, dass man die empowern muss, dass sie das erkennen, wenn entsprechende Neonazis ankommen, um diese Immobilien zu mieten. Dieser Vorschlag wurde zum Beispiel abgelehnt. Es braucht natürlich eine Stärkung der Zivilgesellschaft und der Demokratieprojekte. Da ist in dieser Legislaturperiode einiges passiert, auch was die finanzielle Unterstützung von Demokratieprojekten angeht. Aber die Jahre davor war es eben so, dass wir hier eine entsprechende Extremismusklausel hatten, die Demokratieprojekte, die Gelder beantragt haben, hier erst unterzeichnen musste. Das wurde zum Glück abgeschafft. Aber jetzt ist es so, dass der Verfassungsschutz schaut, wenn Initiativen Geld beantragen, wie die sozusagen aufgestellt sind. Das sind Sachen, das schafft sozusagen keine Angst. Wir müssen die Zivilgesellschaft, die für dieses Land was erreichen wollen, die diese Ideen haben, voranbringen, keine Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern eben unterstützen. Ich hatte nach Ursachen gefragt für den Rechtsextremismus. Na, wie gesagt, dieses Wegschauen, dieses auf dem rechten Auge blind sein, sich dieses Problem Rechtsextremismus nicht klar beim Namen benennen und wie gesagt, diejenigen, die sich dem Rechtsextremismus entgegenstellen, eben nicht zu unterstützen. Warum sind die Menschen rechtsextrem? Das ist die Frage. Wo sind ja die Ursachen? Na, die Ursachen liegen sicher auch sozusagen in den Wendeerfahrungen, aber eben auch darin, dass zu wenig auch in den Schulen diskutiert wird. Also als ich in den 90er Jahren zur Schule gegangen bin, da wurde eben nicht auch mal gefördert, dass man miteinander ins Diskutieren kommt, dass es einen Austausch von Argumenten gibt. Da ging es sozusagen, war Frontalunterricht, da ging es darum, seine Fakten abzuspulen, aber eben man hat eben nicht gelernt, sich auch mit anderen Positionen auseinanderzusetzen. Und das ist das, was ich mir auch von Schule wünsche und was in der Schule notwendig ist, dass es eine Auseinandersetzung mit Themen gibt, dass es sozusagen mit der frühesten Kindheit schon beginnt. Das kann schon auch in der Kita man lernen, sozusagen, wie Demokratie funktioniert, dass es sozusagen einen Austausch von Argumenten gibt, dass man dem anderen zuhört. Die Ursache für den Rechtsextremismus in Sachsen ist, dass die Leute nicht gelernt haben, wie man diskutiert. Nein, aber dass es sozusagen keine Haltung der Regierung gegen Rechtsextremismus gegeben hat und dass diejenigen, die sich gegen rechte Nazi-Strukturen eingesetzt haben, eben schlicht nicht unterstützt worden sind. Und dass diese Netzwerke nicht erkannt worden sind, dass der Verfassungsschutz da auch schlicht seine Arbeit nicht gemacht hat. Gibt es noch andere Gründe, warum Menschen die AfD wählen oder Rechtsextreme unterstützen? Na, viele Menschen, die AfD wählen, sagen ja, dass sie sich abgehängt fühlen, insbesondere in den ländlichen Regionen. Und das sind sie es dann? Und sie sind es ja tatsächlich, auch wenn ich mir das angucke beim ÖPNV, aber auch wenn sozusagen vor Ort es keine Schule mehr gibt, wenn es keine ärztliche Versorgung vor Ort gibt, aber auch wenn Polizei vor Ort nicht sichtbar ist, wenn es keine bürgernahe Polizei gibt. Und das hilft nicht, wenn ich da eine Überwachungskamera aufstelle, so wie die das letzte Woche in Görlitz gemacht haben, weil mit irgendeiner Überwachungskamera kannst du keine Straftaten verhindern, sondern es ist wichtig, dass Polizei vor Ort für die Leute nahbar ist, ansprechbar ist und bürgernah ist. Aber wir sagen als Grüne eben auch, wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten, die
Und wie gesagt, wir sagen, dass es in Orten mit 10.000 Einwohnern rund um die Uhr Polizeistandorte geben muss. Aber wir sagen auch, zu einer guten Polizei gehört eben auch, dass sie gut ausgebildet ist, dass sie interkulturell ausgebildet ist, aber dass sie eben auch Kontrolle erfährt. Also wir setzen uns zum Beispiel für eine Polizeikennzeichnung ein, aber eben auch für eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei. Gut, letzte Frage. Also wovor müssen die Rechtsextremisten, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen in Sachsen Angst haben, wenn die Grünen an die Macht kommen hier? Dass es dann eine Regierung gibt, wenn die Grünen mitregieren, die eine klare Haltung bezieht und die sich nicht vor diesen Themen wegduckt, dass wir diese Nazi-Strukturen zerschlagen wollen, dass wir diejenigen, die sich gegen Nazis engagieren, unterstützen, sei es finanziell, aber eben auch mit der entsprechenden Haltung. Das heißt, ihr könnt ja gar nicht mit der CDU koalieren, oder? Das sind ja diejenigen, die die Haltung in den letzten 30 Jahren vermisst haben. Das ist richtig, aber entscheidend sind für uns, mit wem wir regieren, sind die Inhalte. Unsere Inhalte sind ganz klar, wir wollen schnell. Aber Inhalte sind klar wichtig, ja. Aber Erfahrungen nicht? Erfahrungen der letzten 30 Jahre mit der CDU hier in Sachsen? Wir können nur mit einer CDU regieren, wenn die sich in wichtigen Themen wie bei dem Thema Rechtsextremismus klar bewegen und eine klare Haltung einnehmen. Und letzte Frage, frage ich alle. Es gibt eine Menge Nichtwähler auch in Sachsen. Bei der letzten Wahl waren, glaube ich, wieder 40, fast 50% haben da bei der Landtagswahl nicht mitgemacht. Wie würdest du die denn jetzt dazu bringen, zur Wahl zu gehen am 1. September? Diese Wahl ist wahnsinnig entscheidend und diese Wahl wird entscheiden, ob dieses Land wirklich weltoffen ist, ob es gerecht wird, ob es sozial ist und eben auch ökologisch. Und wir können es uns einfach schlicht nicht leisten, diese Chancen, die dieses Land hat, auch vor allem mit diesen Menschen länger brach liegen zu lassen. Und wir können uns auch keine Staatsregierung länger leisten, die irgendwie dieses Land so vor sich hin verwaltet, sondern wir brauchen endlich einen neuen Spirit in diesem Land. Und das schaffen wir vor allem, wenn wir starke Grüne im nächsten Landtag haben. Und ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Es ist vor allem wichtig, dass die Leute demokratisch wählen. Ja, aber ist es wichtiger oder besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen? Das ist für mich kein Gegensatzpaar, sondern wir müssen alles dafür tun, alle demokratischen Parteien müssen alles dafür tun, so viele Menschen wie möglich an die Urne zu bekommen. Es ist kein Entweder-Oder. Ja, aber am Ende hast du eine Frau, die sagt, also entweder gehe ich wählen, dann wähle ich die AfD oder ich bleibe zu Hause, was sagst du der? Dann versuche ich die mit guten Argumenten davon zu überzeugen, warum es gut ist. Ist ja egal, die will entweder nur AfD wählen oder zu Hause. Ne? Ich werde sozusagen alles dafür tun, ich werde sozusagen sie versuchen mit den Argumenten zu überzeugen, dass sie tatsächlich zur Wahl geht und hoffe sie mit unseren Argumenten da an die Urne zu bringen. Gut, ich habe es probiert. Katja, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ist ein bisschen kürzer gewesen. Muss gleich weiter. Wo geht's jetzt hin? Ich gehe jetzt zur Verkehrswende-Demo hier in Dresden, um sozusagen noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass wir hier eine Verkehrswende in diesem Land brauchen, mehr ÖPNV und vor allem hier in Dresden mehr sichere Radwege. Gut, toi toi toi. Wahl ist am 1. September. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.